Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Sleeping Dogs Definitive Edition. Zu einer kleinen Bonusrunde noch. Ich kaufe jetzt hier noch die einzelnen Dinge, die uns fehlen für die Apartments. Drachen Goblins. Sieht richtig alt aus und teuer. Got anything a little different? I have color, I have artistry, I have the perfect complement to a single man's living space. Alright, I'll take it. I'll send my best boys to hang out for you. 1,1 Millionen. Gut, dann haben wir das schon mal. Dann haben wir noch eine Vase, die wir kaufen können. Scheint, glaube ich, hier zu sein. Wie schon gesagt, ob ich irgendwie die Trian-Upgrades noch vollkriege, ich weiß nicht, wie ich das machen könnte oder müsste. Wahrscheinlich geht das halt leider wirklich nicht. Da habe ich wohl meine Chance verpasst. Ich werde das bestimmt noch googeln. Irgendwo bei... bei Liftenstädte-Typ. Könnte, glaube ich, sogar dieses Gebäude hier sein. Ja, da steht er. Ah, sie. Sorry. Antike Vase, die Liste der Vorbesitzer ist zwar dubios, aber jetzt könnte sie Ihnen gehören. Ming Dynasty. Absolutely authentic. They double in value approximately every 100 years. 8000. Put it somewhere safe. Perhaps I'll have my girls look at your place when they deliver it. Find the right spot. Nice. Dann hätten wir das hier schon mal in Central. Mehr gibt's hier gar nicht mehr für das Apartment. Ich versuche das Ganze hier jetzt noch einmal. Halten, Y. So. Ich glaube hier. Yes. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir jetzt wirklich gekauft haben. Also, einerseits hier dieses schöne Bild. Boah. Kann man machen. Essence-Table und... dieser Teppich haben wir auch gekauft. Das Sofa. Genau, das Sofa. Sorry. Das gab's schon hier hinten. Das hier. Die zwei Sofas und der Teppich und der Tisch. Diese schöne Vase hier gerade. Und dieses Bild, genau. Mehr gibt's hier jetzt schon gar nicht mehr. Das war's. Also schöne Wohnung, finde ich gut. Haben wir uns gut eingerichtet. Und die Waffe ist ziemlich nice. So eine goldene Kleinkaliberwaffe. Damit geht's weiter nach Aberdeen oder mal schauen, was am nächsten ist. Wahrscheinlich Kennedy Town, wenn es da was gibt. Wahrscheinlich schon. In Kennedy Town gibt's... glaube ich, ein Gemälde. Was hier unten sein soll.
Dann den Hot Tub, den haben wir schon. Plant Service at your place. Pflanzen und das Aquarium. Das Aquarium haben wir, dann noch die Pflanzen und... Ja. Dann schnappen wir uns doch ein Auto. Kann man eigentlich die Busse hier klauen? Ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Okay. Kann man. Gut. Nice. Wusste ich nicht. Finde ich gut. Tausend Meter bis nach Kennedy Town. Wahrscheinlich gibt es noch viele andere Secrets, die ich jetzt gar nicht herausgefunden habe. Zum Beispiel diese ganzen Umschläge könnte man sicherlich noch absuchen. Ich weiß nicht, ob es eine Karte dafür gibt. Aber das ist mir dann schon zu viel des Guten. Und dann gibt es ja noch auf der einen Insel das Zodiac-Turnier. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das von einem DLC stammt oder ob das einfach im Spiel enthalten ist. Und wie als eigenständiges Spiel gespielt werden soll, können wir uns sicherlich auch noch anschauen. Okay, jetzt fahre ich falsch. Tch. Komm schon, du schaffst es. Okay, du schaffst es nicht. Mit Busse driften funktioniert nicht so gut. Wenn ich ehrlich bin, werden wir so nie die Cops los mit einem Bus. Oder offensichtlich doch. Okay. Crazy shit. Hätte ich nie gedacht. Wo war das jetzt? Da ist der Typ, den wir suchen. Guan Yu Götze, etwas vulgär, aber irgendwie ansprechend. Got anything interesting? Something every man in your line of work needs, my son. Guan Yu, God of War and Triad. Hört sich gut an. I'll pay now. I know he will look after you. My delivery guys will drop him off shortly. Und dann der Plant Service, den gibt's.
ungefähr hier. Danke sehr, bye bye. Hat mich gefreut. Mal schauen. Irgendwo an einem Zaun steht die Person. Hier. Plant Service. Tropenpflanzen Service. Sie ahnen nicht, wie entspannend das sein kann. What do you have that's a little different? The finest greenery in the city. Turn your home into a lush, welcoming environment. Okay. An excellent choice. I know you will enjoy how it makes your place feel. Vielen Dank für die Pflanzen. Wie lieb von dir. Dann schauen wir uns doch gleich an, was wir jetzt gekauft haben hier in Kennedy Town. Den Hot Tub hatten wir ja schon. Und was war das andere? Das Aquarium, genau. Ja, schöne Pflanzen hier, eine Palme. Doch, sieht ganz schön aus. Das schöne Aquarium mit den 2D-Fischen. Irgendein Götze. Oder ist das Gemälde hier? I don't know. Wahrscheinlich. Ich glaube, das sind die Gemälde hier. Ja, geht so. Und der allseits beliebte Hot Tub. Mit unglaublicher Aussicht. Auf die schöne City. Sehr nice. Auch diese Wohnung wirklich sehr schön. Du kannst mir immer helfen. Kennedy Town haben wir. Aberdeen. Aberdeen ist hier unten. Mit dem Hausboot. Giant Movie Poster. Ich glaube, das haben wir gerade erst gekauft, wenn ich mich richtig entsinne. Können wir aber trotzdem kurz schauen, das wäre irgendwo hier. Awesome Pet Bird. Ein Vogel. Strong Idol. Stolen Art. Ich glaube, Stolen Art haben wir und den Vogel, glaube ich, auch. Ja, mal schauen. Nochmal ein bisschen durch die City heizen mit den coolen Autos. Auto finde ich immer noch irgendwie eins von den coolsten, wenn man mich fragt. So ein fetter Rolls Royce. Nice.
Diese ganzen Neonschilder in der Stadt finde ich auch ziemlich cool. Hat so was von Cyberpunk-mäßigem. Ich glaube, in GTA in diesem Style würde ziemlich cool aussehen, aber eben. Es wird wohl eher ein Traum bleiben, denke ich. Kurz schauen. No, ich bin ziemlich falsch. Das wäre hier oben gewesen. Aber egal, jetzt sind die schon hier. Können wir gleich schauen, was wir überhaupt haben. Muss ich nicht alle Orte abklappen. Und dann können wir nochmals über diese coole Brücke hier fahren. Coole Musik. Feiere ich immer noch hier. Unser schickes Hausboot. Könnte zwar schicker sein für das Geld, das wir haben. Aber ich bin zufrieden. Love is love. Adi. Yo.